Ich würde sagen, hallo Papa. Der Attentäter hat meine letzte Verteidigungslinie durchbrochen. Jetzt ist er hier, gekommen, um mich zu töten. Was unterscheidet letzten Endes einen freien Mann von einem Sklaven? Geld? Macht? Nein, der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Du glaubst, du hättest Erinnerungen? Die Farm, die Familie, das Flugzeug, der Absturz. Und dann dieser Ort hier. Gab es wirklich eine Familie? Ist das Flugzeug abgestürzt oder wurde es entführt? War der Absturz Absicht? Wurde es von irgendjemandem gesteuert, der kein Mensch war? Von etwas, das durchs Leben schlafwandelt, bis es durch ein einfaches Kommando von seinem Meister aufgeweckt wird? Wurde ein Mensch entsandt, um mich zu töten, oder ein Sklave? Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Komm rein. Halt, wärst du so freundlich, stehen zu bleiben? Wärst du so freundlich? Eine wirkungsvolle Redewendung. Kommt sie dir bekannt vor? Wärst du so freundlich, 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 endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Wärst du so freundlich, dich hinzusetzen? Wärst du so freundlich aufzustehen? Zu rennen! Anzuhalten! Umzudrehen! Ein freier Mensch hat die Wahl. Ein Sklave gehorcht. Töte! Der Freie hat die Wahl! Der Sklave gehorcht! Beeil dich, schnapp dir Ryans genetischen Schlüssel. Wärst du so freundlich, ihn verdammt nochmal in die Maschine zu stecken? Das Ende von Andrew Ryan. Letzten Endes haben wir unseren eigenen Vater umgebracht, der alles aufgedeckt hat, der süß aussieht. Ich weiß nicht. Man kann ihn nicht fotografieren. Letzten Endes hat er mir leid getan, dass wir wirklich in seine Stadt gekommen sind und alles zerstört haben. Naja, noch mehr wird sich gleich auflösen, denke ich mal. Aber erstmal hat Atlas uns schon wieder einen Gedankenkontrollbefehl gegeben. Und wir werden erstmal die Selbstzerstörung natürlich abbrechen. Ha ha ha!
Ich muss sagen, ich hatte schon eine Menge Geschäftspartner in meinem Leben. Aber sowas wie nichts. Natürlich könnte die Tatsache mitgespielt haben, dass du genetisch darauf getrimmt warst, bei dem Kommando, wärst du so freundlich, sofort zu spuren. Aber trotzdem, sobald die Maschine den genetischen Schlüssel verarbeitet hat, den du dem menschlichen Golfball abgenutzt hast, gehört Rapture von vorne bis hinten mir. Du warst ein guter Kumpel, aber wie sagt man so schön, man soll niemals Geschäft und Freundschaft vermischen. Danke für alles, mein Junge. Vergiss nicht, Rideshare von mir zu grüßen. Jetzt wissen wir endlich. Oh, eine Little Sister. Ah, jetzt kann ich ja nicht aufhören. Okay, das gibt's ja nicht. Dass Atlas Frank Fontaine war. Die ganze Zeit über. Was? Das kann doch nicht sein. Kommen Sie mit! Oh wow, ich wollte gerade sagen. Wie dumm! Okay, das war geplant. Also ich wusste es für einen Moment ehrlich nicht mehr, aber ich hab... Na egal. Eine Stadt nimmt mir, ein Versprechen niemals zu siechen. Erhebe dich, Ausschnitt aus seinen Accounts, erhebe dich, Rapture, erhebe dich. Ja. Atlas aka Frank Fontaine hat uns die ganze Zeit von Spiel auf her verarscht. Und mit seiner Identität und allem möglichen dran seinen Plan, Rapture für sich zu erobern. Naja. Somit hatte Peach Wilkins zum Beispiel recht, dass ich mit Fontaine unter einer Decke stecke. Na egal, wir sind jetzt erstmal in Tenbaums Unterschlupf. Willkommen zu Hause, mein Kind. Willkommen am Ort deiner Geburt. Ach, bist du groß geworden. Aber du warst ja schon immer groß, sogar als Baby. Und was für ein Temperament du hattest. Das hast du bestimmt immer noch, oder? Natürlich bist du wütend auf Fontaine. Auf mich wärst du sicher auch wütend. Ich war eine echte Rabenmutter. Du hast viele meiner Kleinen gerettet. Ich stehe in deiner Schuld. Ich habe an dir gearbeitet, während du schliefst. Ich konnte die mentalen Manipulationen, die Fontaine bei dir vorgenommen hat, zum Teil auflösen. Er hat keine vollständige Kontrolle mehr über dich. Trotzdem wird er wahrscheinlich noch in der Lage sein, unangenehme Dinge mit dir anzustellen. Dein Geist besteht aus vielen Schlüsseln und Schlössern. Fontaine hat die meisten dieser Schlüssel, aber nicht alle. Ich habe deinen Körper entworfen, aber Souchon hat deinen Geist erschaffen und Fontaine gelehrt, dich zu steuern. Wenn wir Glück haben, finden wir ihn in seiner Wohnung in den Mercury Suites. Vielleicht finden wir dort auch Teile von dir, die er nicht erreichen kann. Rette dich vor Fontaine, indem wir Dr. Souchon suchen. Oder er hat mich gerettet! Ja, oder sein Apartment durchsuchen, besser gesagt. Wir gucken uns hier mal nur ganz kurz durch. Hier sind Kommen wir auch wirklich Sie sicher. Nee, danke, ich möchte jetzt auch nicht gehen. Ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Ah, das kennst du ja gar nicht. Na egal. Mama Tenenbaum hat gesagt, hey, hilft uns. So, oh, sorry, ich wollte ja nicht alles wegessen. Ich habe dich ja nur gerettet, sorry. Na egal, ach, guck mal an. Die Spritze, okay, wir kommen hier wieder raus, okay. Dollar. Ach, guck mal, das Kind hat heimlich da Dollar, ne? Also Geld. Man weiß, was die schon in dem Alter da. Wir brauchen die dann schon Geld so viel. Na egal, okay. Ich würde sagen, wir machen hier eine Aufnahmepause, bevor wir sehr wahrscheinlich jetzt etwas von Dr. Souchon suchen und dann. Natürlich. Kommen wir öfter noch mehr runter. Und dann Atlas töten oder suchen werden. Na egal, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hi. Okay, nochmal ganz kurz. Das waren jetzt noch ein paar Sekunden, aber irgendwie kann ich noch nicht speichern. Da ist er.
Der wird uns alle retten. Ich schätze, ich muss noch ein bisschen spielen. Wer ist das? Ich mag ihn. Er ist hier, um uns zu helfen. Bevor ich hier weitermachen kann, da warte. Na egal, ich geh einfach mal hier durch. Wir machen mal die Tür auf, Kleines. Okay. Ah, schade. Na, was gibt's denn da zu meckern? Ach, danke. Okay. Kanalisation von... Jetzt steckst du also mit Tennenbaum unter einer Decke, was kleiner. Ach, diese liebende Gänsemutter. Okay. Wir hatten unseren Spaß, Kleiner. Aber jetzt, wärst du so freundlich, dich von einem Big Daddy platt machen zu lassen? Ich hab gesagt, wärst du so freundlich, dich von einem Big Daddy platt machen zu lassen? Sieht ganz so aus, als hätte die Gänsemutter an deiner Birne rumgeschraubt. Kein Problem, wenn du nicht mehr nach meiner alten Pfeife tanzt. Ich hab noch was Neues auf Lager. Code Yellow. Abo. Mit diesem Kommando habe ich dein Gehirn gerade angewiesen, deinem Herz zu befehlen, mit dem Schlagen aufzuhören. Natürlich nicht sofort. Das Herz ist ein dickköpfiger Muskel, aber irgendwann gehorcht es doch. Das ist krass. Naja, jedenfalls... Ach. Wenn du Fontaines Kontrolle entronnen bist, wirst du Rache nehmen können. Und meine Kleinen werden seine schmutzigen Machenschaften nicht mehr zu fürchten haben. Okay, bevor wir jetzt die Tür reparieren mit dem Rad, was ich da vorne anvisiert habe, damit wir die Tür da öffnen können, denke ich mal, wir können jetzt speichern. Ja, na, endlich. Okay, dann speichern wir mal kurz. Ja, okay, das... War ja dumm jetzt, dass da für ein paar Sekunden kein Bild war. Naja, okay, jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, bis zum nächsten Mal.